So, wieder da. Vater und ich waren kurz einkaufen. Dazu brauchte er leider doch meine Hilfe, weil da gab es ein paar Klamotten, die waren nicht so einfach allein zu tragen. Auf ein neues. Ich ändere die Musik einfach mal. Na, diese Schild fand ich vor allem am Grund. Schön. Boah, das passt ja richtig. Lass uns mal weiterlaufen und genießen den Moment. Da richte ich jetzt mal ein kleiner, dicker Eggman auf. Oh, mach mal hier hoch. Schön vorwärts boosten. Aua, aua. Aua. Oh, kleiner Sprung verursacht schon so einen riesen Abprall. Ja, sicher doch. Ich bin gar nicht erwischt. Haut da rechtzeitig ab, das Arschloch. Ja. Ja, den zeige ich dir garantiert, du Arschloch. Na. Verdammt. Das war so klar. Gotta hate this boss. Die Musik ist jetzt wesentlich angenehmer, kann man sagen. Hätte man ja vor dieses Final Boss-Feeling verkörpert mit der Musik von Activision aus von Unleashed. Oder jetzt bist du tot! Arsch! Jetzt hätte ich ja insgesamt nur zwei Treffer gemacht. Das Ende kommt immer so unerwartet. Es ist schwierig, seinen Ring aus halt bei dem Boss wirklich oben zu halten. Und das selbst dann, wenn man ihn nicht auf schweren Modus hat. Ach Mann. Arschloch. Bietet einem hier keine Chance, ihn zu treffen, so Paul. Muss immer erst seinen Scheiß aushalten. Und Treffer. So, der Boost müsste einfach mal sein. Kurz eingewohnt. Zu boosten. Oh. Und du stirbst. Ich glaube, ich habe ihn bald oft genug getroffen. Bin gespannt, wie die Verfolgung sagt, in der Luft kommen wird. Ja, ein bisschen mehr. Und jetzt habe ich es geschafft, einen auszuweichen. Aua. Und jetzt wird es Zeit für ihn, in den Arsch getreten zu werden. Teilungsangriff noch. Bäm. Bist du nicht. Au, bin doch. Zeitstep bringt auch nichts, ey. Ist er wieder eins? Nein, noch nicht. Haut wieder ab. Jetzt aber wieder eins. Ja, es geht schon längst los. Ja. Bam! Bitch! Teilungsangriff ist nicht die beste Idee, die du hattest. Du hast mir viel zu viele Chancen kontrolliert. Warte mal, warum gebe ich ihm eigentlich Tipps?
Bam. Ich treffe immer öfter. Wow. Okay, wenn ihr enraged seid und den Boss nicht schafft, geht einkaufen. Mit eurem Papa. Das wirkt wahre Wunder, wie ihr seht. Ja. Scheiße. Ja. Also wenn du so scheiße zielst, spielst du mich nie auf. So, der haut er ab. Jetzt müssen wir wieder seine Eiskugeln ausweichen. Also das funktioniert ja gerade ganz gut. Bam. So, wie oft habe ich ihn jetzt schon erwischt? Ah, jetzt kommt's. So, alles was wir hier machen müssen, ist schnell genug drin zu gelangen. Leider versucht er uns zu erwischen, was er auch gerade geschafft hat. Diese großen Ringfelder sind gar nicht so leicht zu sehen. Wirf mich nicht. So, das war der Final Blow. Geschafft. Mann, ist das gut. Ah, oh, ich den Boss hasse. Na, jetzt ist der wenigstens komplett. Und schneller, 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 schneller. Hier ist der Final Boss. Den mache ich jetzt auch nochmal. Und dann ist eigentlich Sense Ende im Gelände. Okay. Moment, ich kann ja eigentlich... Mal gucken. Ah, let's just get mended. Ah, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Das ist auch Sonic und die geheimen Ringe. Das ist natürlich Sonic und der Schwarze Ritter. Naja, es ist, keine Ahnung. Egal, wir nehmen I Am All of Me. Es ist der epischste Final Boss Mucke, die ich je hatte. Jetzt kommt nochmal, die überspringe ich jetzt aber einfach. Die haben wir ja schon gesehen. So. Mit der Mucke gehört sich ein Bossfight. Und jetzt geht das, du kannst mit Y wechseln wieder. Wir Okay, jetzt schießt er doch deutlich mehr. Aber ich kann ihm ausweichen. Na, du haust mich ab. Wow. Nicht gleich aus. Ja, nichts verfehlt. Da fliegt was von der Green Hill Zone durch die Gegend. Chemical Plant erkenne ich auch daraus. Sehr schön für euch, Jungs. Leben gesammelt. Ich passe nicht auf. Ich weiß doch, was ich tue. Dass ich hin angesammelt. So, komm näher. Ja, schön, dass es ein Verfolgungsschuss ist. Ich treffe ihn trotzdem. Ja. War ich natürlich zu schnell. Komm. Schön so still halten. Okay, das bringt anscheinend überhaupt gar nichts. Ja, jetzt werde ich auch langsamer. Arschloch.
Bam, baby. So, das hat er seinen Modus ein wenig geändert. Ein Warp-Arm-Angriff, der mich nicht trifft. Trefft dauernd den Rand. Durch den Grund. Ich hätte auch. Na gut. Der Dimensionsschlauch scheint da auch ein wenig scheiße zu sein. Oh oh. Jetzt zitscht der andere Sonic ständig an. Komm, 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 komm. Jetzt kann ich ihn wieder gescheit verfolgen. Ist dieselbe Leier wie vorher. Nur, dass er sich jetzt da unten breakdanced, während ich ihm einfach näher komme und dann gleich treffe. Hoffentlich. Wenn er mich dauernd ausweichen würde. So, jetzt hab ich ihn. Bam. So, jetzt ist jetzt, glaube ich, seine letzte Form. Die Treffer braucht man ja nicht dahin. Man muss nur so weit kommen. Ja, jetzt macht ihr Schluss, aber es hat geklappt. Ich hab's nicht getroffen. Mit Vergnügen. Mein Gott, I'm a fire in my laser! Excellent. Hey, ganz doll durch die ganzen Ringe. Oh oh. Nicht dieser Zeitangriff, das ist doch gemein. So, jetzt macht er dauernd seinen Verfolgungsangriff. Das kann man recht sehr, sehr, sehr schön sehen. Und einen riesen Schwein entgegenzudonnern. Dann auch den Laser. Mit dem er uns nicht trifft. Chaos an dem Asshole. Ich bin schon gewechselt. Ich war schneller als er. Gehört sich für Sonic. Schneller als Eggman. Du bist tot, sobald ich das Ding treff. Nicht getroffen, Schnaps getroffen. Ja. Wow. So. Bam. Habe ich fast alles von ihm. Yeah! Super Modus! Okay, das hat er anscheinend ausgehalten. Ja, das ist wirklich gar nicht so leicht. Trotzdem noch ein sehr simples Prinzip. Schön wär's. Hey, sagen alle yes. Na komm, jetzt lass dich auch endlich töten. Okay, ich hab losgelassen. I'm a fire in my laser, aber das funktioniert hier nicht. Wir sind in der 3D. Au, au, au. Ja, ja. Okay, ich frage mich, wie lange das hier noch gehen wird. Ich kann ihn ja offenbar nicht besiegen, indem ich einfach nur die beiden Sonics vereine. Hält einem auch die schöne epische Bossmucke nicht. So. Wird das jetzt mal was?
Sie haben da sogar Ringe bei der Aktion. Aber geschafft. Ah. Das war Eggman. Ey, sogar S-Rang. Gut, das ist dann eigentlich das endliche Ende. Und ich kann das hier einfach mal vorspulen. Einfach weil ich Bock drauf habe. Ich meine, wir haben den ja schon einmal gesehen. Und bin nur gespannt, ob sich jetzt was ändert, weil ich habe alle Bosse im schweren Modus gemacht. Ich habe alle Missionen. Nur nicht alle Achievements, aber das sollte ja eigentlich erheblich sein für das Ending. War bei Sonic zumindest nie so. Bin gespannt, ob sich da jetzt was ändern wird. Fragezeichen, Fragezeichen. Und du hast hier wirklich eine Tür gesehen? Was? Du hast doch gesagt, du hättest hier eine Tür gesehen! Es war auf jeden Fall einer von uns beiden. Sei still und such weiter! Fanta, Fanta. Wie spät ist es? Genauso spät wie bei deiner letzten Nachfrage. Und bei der nächsten Nachfrage wird es genauso spät sein. Hier gibt es keine Zeit! Das ist ja wirklich ein ganz toller Plan, den du dir da ausgedacht hast. Sei nicht so selbstgefällig. Bald ist das dein eigener Plan. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, ihn zu vergessen. Das habe ich gehört. Gewinnen wir auch mal. Das hängt davon ab, was du unter Gewinnen verstehst. Sonic besiegen! Oh, na dann nicht. Da bleibt wenig Hoffnung. Vielleicht sollte ich doch wieder auf Lehramt studieren. Gar keine schlechte Idee. Ich sage Leuten gern, was sie tun sollen. Ja, Eggman wird Lehrer. Na gut, das war's endgültig mit Let's Play Sonic Generations. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Es hat Spaß gemacht, das Spiel zu spielen, auch wenn das Ende einen wirklich ärgert. Weil es doch relativ kackendreist ist manchmal. So, noch ein letztes Mal eine kleine Szene. Okay, der kleine Leck in der Szene war ein bisschen schade. Na gut, jetzt endgültig aber. Das war's mit Sonic Generations. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Let's Play. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei einem meiner Projekte. Wiedersehen.